Und da sind wir wieder bei 10 Seconds Ninja. Heißt, glaube ich, keine Ahnung. Der zweite Teil auf alle Fälle. Ich habe einen ganz bösen Cliffhanger in der letzten Folge gemacht. Ich weiß, ich kann nicht anders. Ich bin einfach so. Hier ist noch die Tür zum Deck aufgegangen. Ich habe keine Ahnung. Das Bild zum Captain ist weg. Wir gehen hier einfach mal durch, ne? Mal schauen, was dahinter ist. Uh-oh. Ein kleines Mädchen. Hallo? Ich meine, der Captain will wahrscheinlich nicht, dass ich mit dir rede. Ja, okay. Ha! Das macht auch keinen Spaß. Ich bin Kat. Jetzt habe ich kalt gelesen. Vielleicht ist ja auch eine kalte Kat, wer weiß. Ich bin Kat, freue mich sehr. Ich bin hier für Entspannung zuständig. Ah, sie ist hier für Entspannung zuständig. Alles klar. Nein, ich glaube, ich verstehe das falsch. Gut, also. Man sollte sich ja immer um Abwechslung kümmern, meine Rede. Ich würde dir gerne zeigen, was ich meine. Aber wir haben Stromausfall. Okay, ich verstehe es definitiv falsch, aber wir machen weiter hier. Es gibt aber Notfallgeneratoren, mach dir also keinen Kopf. Okay, Sorgen sollten wir uns machen, wenn die Maschinen ausfallen. Es wäre allerdings hilfreich, wenn du Benji einen Besuch abstattest. Er arbeitet im Generatorraum. Er bringt den Strom wieder in Gang. Ich bin ausgesperrt, bis er wieder läuft. Ausgesperrt von wo? Was ist dein Zuhause? Komm vorbei, wenn der Generator anspringt. Ach so, da unten steht Raubarts Spielhalle. Ja, das vielleicht wäre es auch Raubarts. Naja, ich sag das jetzt nicht. Egal. Ich kann dir ein paar nützliche Tricks verraten. Aber verrat's nicht, Raubart. Okay, ist klar. Alles klar. Generatorraum, okay. Ich guck mich mal ein bisschen um. Kann ich hier eigentlich rausspringen? Theoretisch schon, ne? Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Sterbe ich dann? Stehen bleiben! Willst du etwa gehen? Das ist sowas von unhöflich, ich glaube es ja wohl nicht. Ich habe schon so viel geplant und wäre dir sehr dankbar, wenn du das respektieren könntest. Du kannst mit mir zurück aufs Schiff und dann machen wir das ordentlich. Unglaublich! Ja, und was ist, wenn ich einfach gehe? Ich will nicht zurück! Ich hasse das Schiff. Na gut. Ah, super, jetzt bin ich wieder auf dem Deck hier. Muss ich mit dir eigentlich nochmal reden oder ist gut? Nö, haben wir schon. Also gut. Stromgenerator. Du bist Benji. Wow! Du bist der Ninja, oder? Nein, das ist mein Pyjama-Anzug. Der Captain entführt hat. Nein, ich bin immer noch der Typ mit dem Pyjama-Anzug. Nein, egal. Auf dich war ich gespannt. Ja, schön. Wie du dich bewegst, wie du kämpfst. Du bist klasse. Ja, danke schön. Ich habe das Gefühl, alle lieben mich, außer der Captain. Ich heiße Benji, Schiffswartung. Du bist sicher hier, weil der Generator ausgefallen ist. Ja. Tut mir leid, unser Lieferant ist zu unzuverlässig. Die können nichts Stabiles bauen und ihr Leben, wenn ihr Leben davon abhinge. Achso, die könnten selbst da nichts bauen. Ich habe es bald repariert. Für was habe ich ihn jetzt besucht? Haben wir jetzt wieder Strom? Viel Glück da draußen, Kumpel. Wenn die Lichter wieder ausgehen, kommt einfach nochmal vorbei. Ich freue mich drauf. Alles klar, ich bin etwas... egal. Ich bin der schweigsame Freundefinder. Ah, jetzt können wir hier rein. Warum habe ich hier das Bedürfnis, dass wir jetzt dann gleich Pokémon spielen? Irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass wir jetzt dann gleich Pokémon spielen. Kann ich hier was machen? Hallo, hallo. Willkommen. Okay, ich müsste es eigentlich mit einer Frauenstimme machen. Willkommen in Raubarts Spielhalle. Nein, das machen wir jetzt nicht. Moment, haben wir ein Spiel. Ich nenne es Cats. Cats, die kalte Cat. Kistenkracher, benannt nach meiner Wenigkeit.
Es macht echt Spaß, kein Witz. Wenn du dich genug schlägst... Was? Aha, wenn du dich genug schlägst, ich dachte schon in Sadistenspiel. Wenn du dich gut genug schlägst, bekommst du eine Hinweismünze. Wenn du mich fragst, findest du einige der Prüfungen des Captains zu schwer. Aha, wenn du mich fragst, finde ich einige der Prüfungen des Captains zu schwer, Mann. Ich und Lesen. Aber das bleibt unter uns. Versuchen wir es. Auf die Plätze. 3, 2. Hä? Wo ist das Ding jetzt hin? Achso. Ich muss es. Mhm. Okay, Moment. Ein Videospiel. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht vorgelesen, nur durchgeklickt. Hast du schon mal von Nonna Degon gehört? Nein? Was? Nonna? Ist das ein italienisches Spiel? Nonna. Im Sinne von Nonna? Hm? Es ist ein uraltes Arcade-Spiel. Leider wurde die Reihe aufgegeben. Aus der Geschichte gelöscht. Ich kann mich aber daran erinnern. Tatsächlich konnte ich vor einiger Weile... What? Tatsächlich konnte ich vor einiger Weile einer Vorausgabe der Fortsetzung auftreiben, an der die Entwickler gearbeitet haben. Als sie alle unter merkwürdigen Umständen ums Leben kamen. Leider hat der Captain die Disk kaputt gemacht, bevor ich es spielen konnte. Es war sicher keine Absicht. Natürlich nicht, weil der Captain ist ja kein böser Mensch oder so. Pure Ungeschicklichkeit. Natürlich. Trotzdem hat er versucht, die Beweise zu verstecken. Letztens habe ich ein Bruchstück der Disk entdeckt. Es finden sich bestimmt noch mehr. Wenn du welche siehst, könntest du bitten... sie für mich einzusammeln. Könnte es sein, dass das Ding, das da die ganze Zeit oben schon schwebt, eins der Teile ist? Du kannst das Stück mitnehmen, das ich gefunden habe. Es liegt hinter mir im Regal. Achso, das hast du da hingetan. Komm zu mir, wenn du was findest oder mehr Münzen brauchst. Kann ich jetzt... Okay, da muss ich die Disk zusammenbauen. Jetzt habe ich das Spiel vorhin verkackt. Na super. Warte mal. Komm, ich will nochmal kurz zurück. Wie komme ich an die Münzen ran eigentlich? Kann ich nochmal mit dir labern? Ich glaube, ich habe zwischen den... Sie ist eine Mastspitzen vorne das Blitzchen drin. Vielleicht ist es eines der Stücke der Disk. Ich würde selbst nachsehen, aber ich habe Höhenangst. Das, ja. War eigentlich klar. Ich kann nicht mal über die Reeling schauen, ohne reihen zu wollen. Du bist auf dem Schiff genau richtig. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Job suchen. Nee. Nee. Willst du mein Spiel spielen? Ja. Ich möchte mit ihrer Kiste spielen. Ich meine das Kistenkracher-Spiel spielen. Auf die... Es ist da unten, es ist da drüben, es ist hier. Ich hab's! Sieger! Boah, ich hab Münzen. Yeah! Münzen! Gut gemacht. Komm wieder, wenn du Münzen brauchst. Für was brauche ich die Münzen, um ehrlich zu sein? Ich hab das noch nicht so ganz geschnallt. Also auf dem Masten, meinte sie, ne? Aha. Na! Kann ich auf die Flagge draufspringen? Ja. Ja, so viel Text hier, ey. Immer und immer wieder. Aber warte mal, wenn ich das jetzt hier nochmal bringe... Ich vertrödel hier auch viel Zeit, Mensch. Kein einziges Level gemacht. Hallo! Mir ist, als hätte ich den Captain vor ein paar Tagen hinter dem Generator rumschleichen sehen. Ich schätze ja, dass er dort ein richtig hübsches Stück Disk versteckt hat. Ich würde es selber holen. Aber hinter dem Generator ist es so dunkel. Jetzt hat sie auch nur Angst vor der Dunkelheit. Was ist denn das für ein Mädchen? Kannst du mal für mich nachsehen? Das wäre fast wie Höhenklettern. Höhlenklettern. Willst du mein Spiel spielen? Ja, ich spiele gerne mit einer Kiste.
Fuck, wo ist es hin? Ist es das jetzt? Um links, um rechts? Hier! Das Richtige. Gut gemacht, komm wieder, wenn du Münzen brauchst. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen Münzen machen kann. Dann bin ich irgendein reicher Mann, hab keine Ahnung, was da das alles ist. Also hinten dran, ne? Huch, da ist ja noch ein großer Raum. Benji plus Ninja. Beste Freunde forever. Zum Glück ist es gar nicht creepy. Wenigstens weiß ich, wo der wohnt. Eine Entchentapete hat die an der Wand, ne? Entchen! Sehr erwachsen. Wenn ich jetzt nochmal zu ihr zurückgehe, nachdem ich die Disc geholt habe, kann ich nochmal das bekloppte Münzchen spielen. Vielleicht solltest du am hinteren Teil des Schiffs nach einem Teil der Disc suchen. Wenn du jetzt Angst vor dem hinteren Teil des Schiffs hast, dann... Ich gehe nicht oft nach Achtern. Vielleicht habe ich da etwas liegen lassen. Grüße Natalie von mir, wenn du da bist. Willst du mein Spiel spielen? Ja. Dieses Mädchen. Ja, was? Es sind zwei? Scheiße. Seit wann sind es jetzt zwei? Oh, wie schade. Noch eine Runde. Nein, ich habe jetzt anderes zu tun, Mädel. Alles klar. Achtern. Was ist Achtern? Ist Achtern die andere Seite? Hey, warte mal. Ich kann da ja noch hoch. Ah, ich kann da drüber. Das bringt mir aber nichts. Supi. Komm, wir machen mal ein weiteres Level. Dass ich zum Eingangsbereich kann. Was sind denn das für Blitze? Ah, da muss ich mir den Shuriken kaputt machen. Okay. Nein, das funktioniert so nicht. Ich bin zwar gestorben, aber ist egal. Nächstes Level. Okay, den kann ich den eigentlich auch... das geht nicht. Den muss ich mit dem Shuriken kaputt machen. Ist nur die Frage, wie mache ich das am schnellsten? Hier. Ah, da oben ist auch nochmal einer. Super. Nein! Wie machen wir das jetzt? Also das ist eigentlich schon ganz clever. Na! Da! Gut. Oh yeah, ganz toll. Und schon verkackt. Hier, zwei Sterne. Super. Okay. Wie mache ich das? Tak, tak, wahrscheinlich. Und dann hier hoch. Nein. Von der Zeit verschissen. Ohne Witz jetzt, das sind ja die Anfangslevel schwieriger gewesen. Ei, das war zu viel. Zu viel des Guten. Nein! Ja! Ich habe den Shuriken sogar noch behalten. Schaffe ich das Level in 3? Nein, jetzt habe ich aus Versehen das nächste. Das nächste aktiviert schon.
Neu starten. Ups. Ah ne, das muss ich anders machen. Ah, das ist viel zu weit. Gott, das Spiel ist so Zeit. Nein. Na, jetzt muss ich noch rüber. Scheiße. Aber ich habe eine andere Idee, wie es vielleicht... Ah ne, der blockiert mir den Gang. Aber das könnte funktionieren. Fuck. Nein, ich muss es schon so machen. Aber da muss ich irgendwie nochmal rüber hier. Das funktioniert so nicht. Okay. Okay. Das geht so nicht. Boah, diese Drecksstromroboter, ey. Also gut, ich komme nicht drum rum. Ja, jetzt habe ich schon verschissen. Nein! Nein! Yeah! Ich habe noch nie 3 Sterne geschafft, Mann! Okay. Ah, ich weiß, wie ich es machen muss, indem dass ich hier so zack. Jetzt bin ich zu langsam. Ja! Hm. Warte mal, doch, doch, das geht so. Hier! Ja, immer 2 Sterne, nice. Habe ich alle Level geschafft jetzt? Okay, wie viele Sterne fehlen mir, bis ich zum nächsten kann? Wie viele habe ich? Boah, 1 fehlt noch. Cool. Kann ich theoretisch auch hier 1 machen, oder? Das wird schon gehen. Ja, probieren Sie einfach mal. Vielleicht mein erster Dreier. Yeah! Nice! Wackelkopf! Entschuldige, unser letztes Gespräch wurde unterbrochen. Ja, Stromausfall. Benji, du Idiot, was ist denn da unten los? Entschuldigung, Sir. Diese Generatoren... Dieser Generator ist ziemlich mies, achso. Neuer bester Freund übrigens. Du bist ziemlich mies, Benji. Ich bin kurz davor, dich über Bord zu werfen. Verstanden, Sir. Kommt nicht wieder vor. Gut. Also, Ninja, wo waren wir? Bei einem endlos langen Text. Ach ja, du wolltest mir sagen, dass du aufgibst. Sowas wie hast du recht, Robert. Sowas wie, du hast recht, Robert. Ich bin nicht so schnell, wie alle sagen. Oder ich bin ein Schwindler. Niemand ist so schnell, wie ich zu sein vorgebe. Du hast sicher was vorbereitet. Also los. Ich habe nichts vorbereitet. Es gibt keinen Text für dich. Es ist doof genug. Du kannst doch reden, oder? Nö. Du verstehst, was ich sage. Oh Junge, das hatte ich nicht erwartet. Weißt du was? Meinetwegen. Wenn du es machen willst, machen wir es eben so. Ab jetzt ohne Samthandschuhe. Ich bring dich schon zum Reden, ob du willst oder nicht. Schluss mit lustig.
Alter, wie viel laberst du denn? Also, ich bin natürlich immer noch lustig, aber... Stromausfall. Episch. Gut. Das Licht machen wir an in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.